Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute soll es sich mal um die Thematik drehen, wie es jetzt weitergeht. Nach der Challenge, die ich jetzt gerade gemacht habe. Du hast ja sicherlich auf meinem Kanal gesehen, dass ich ein Video hochgeladen habe, werde ich hier oben auch nochmal verlinken. Oder am Ende des Videos, wo ich 30 Tage lang jeden Tag 100 Liegestütz gemacht habe. Also insgesamt 3000 Liegestütz und ich kann stolz sagen, ich habe es tatsächlich geschafft. Die ersten Tage sahen zwar ja nicht so gut aus, wie du vielleicht im Video gesehen hast, aber die letzten Tage waren ziemlich gut. Und ja, das Video ist auch sehr positiv angekommen. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Und ja, das waren die Kommentare hier. Ich blende mal ein paar ein. Leute, danke dafür. Ja, dafür wollte ich mich einfach mal bedanken für das ganze positive Feedback. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ursprünglich hatte ich geplant, okay, ich will jetzt noch eine zweite Challenge anfangen und wenn ich ja jetzt noch eine zweite Challenge anfange, dann will ich jetzt nicht noch 100 Liegestütz weitermachen, ja? Weil das ist mir ein bisschen zu viel, 100 Liegestütz am Tag, naja, das ist ja schon ganz schön anstrengend, aber ja, ich habe dann gestern tatsächlich diesen Clip hier aufgenommen. So Leute, ich mache jetzt die letzten 10 Liegestütz, dann habe ich meine Challenge completed und 3000 Liegestütz abgeschlossen. Also, let's go! Den habe ich nicht nur einmal aufnehmen müssen, weil dann war mal die Kamera unscharf und dann hat alles nicht geklappt. Und ja, dann habe ich gestern insgesamt irgendwie gefühlt fast 200 Liegestütz gemacht. Und ja, dann habe ich gemerkt, hey Felix, also 100 Liegestütz am Tag, das schaffst du ja wohl locker. Und ja, jetzt habe ich mich entschlossen, ich werde auf jeden Fall jeden Tag 100 Liegestütz weitermachen. Wenn ihr wollt, date ich euch da auch einfach mal ab, also wie es dann weiterläuft, vielleicht nochmal in 30 Tagen. Und da ich gestern ja diese 200 Liegestütz fast gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, das kann ich doch, das schaffe ich doch. Und wenn ihr es schafft, Leute, in den ersten 24 Stunden auf diesem Video 20 Likes zu erreichen, dann mache ich auf jeden Fall eine 200 Liegestütz für 30 Tage Challenge. Ja, das wird dann nochmal eine richtige Challenge und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich das schaffe. Aber mal sehen. Es hängt an euch, Leute. Es hängt an euch. Naja, ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, in den ersten 24 Stunden jetzt die nächste Challenge finden. Wenn es nicht die 200 Liegestütz-Challenge ist, dann hätte ich noch Ideen, zum Beispiel ja, irgendwie eine gewisse Anzahl von Sit-Ups zu machen jeden Tag. Oder dass ich vielleicht Squats mache. Wenn ihr andere Ideen habt, dann könnt ihr die auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Aber sonst suche ich mir eine dieser Challenges aus. Ich weiß ja, dass viele Leute, die mir hier auf YouTube zugucken, auch von Instagram kommen. Da werde ich auch nochmal eine Abstimmung machen. Also wenn ihr da beitragen wollt, dann geht auf mein Instagram und stimmt damit ab. Ich habe wirklich richtig Bock, jetzt eine neue Challenge zu starten und ich freue mich wirklich, die nächste zu machen. Diese hier hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Eine Sache aber noch, grundsätzlich ging es mir ja darum, zuzunehmen. Und ich habe jetzt nur 1,5 Kilo circa zugenommen. Und das ist für meine Verhältnisse jetzt nicht so viel. Also ich möchte gerne ein bisschen mehr zunehmen. Und daran werde ich dann natürlich bei der nächsten Challenge auch noch schrauben. Und da bin ich gespannt, wie viel ich dann da in so circa einem Monat zunehmen kann. Ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du noch nicht die Challenge geguckt hast, dann zieh sie dir jetzt gleich rein im Abspann. Viel Spaß. Ciao.